Moinsens, meine Freunde, hier ist wieder euer Kohl. Ich begrüße euch zum 7. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison 2014-2015. Es ist das Topspiel. Die Borussia aus Mönchengladbach empfängt als Tabellenzweiten den Tabellenvierten, den FSV Mainz 05. Und ja, ich bin back in action, Leute. Es tut mir leid, dass unter der Woche kein Champions League-Spiel der deutschen Vertreter kam. Sorry, ich musste mal kurz niesen. Kein Spiel der deutschen Vertreter kam. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ganz fit bin ich nicht. Ich lag wegen der Grippe flach und deswegen hatte ich leider nicht die Möglichkeit. Also ich hätte schon aufnehmen können, aber da war ich nicht annähernd so fit wie jetzt. Ich bin immer noch nicht ganz fit, aber ihr kennt mich ja. Ich habe nicht umsonst den Phönix als Avatar. Ich bin nicht unterzukriegen. Ihr habt schon gehofft, dass ihr mich nicht mehr hören müsst, aber da muss ich euch leider enttäuschen. Ich bin wieder zurück. Unterkriegen lasse ich mich ganz bestimmt nicht. Ja, und genau wie die Borussia, die nämlich unter der Woche gegen den FC Zürich in Zürcher, wie es die Schweizer da aussprechen. Das I nehmen sie nicht mit. Stadion gespielt haben. Leider nur 1:1. Ein bisschen ärgerlich. Hatten Chancen noch und nöcher. War, glaube ich, nachher 26:8 oder so an den Torschüssen. Das ist dann doch schon bitter, dass sie nur ein 1:1 geholt haben, genau wie die Wolfsburger. Aber das ist natürlich eine kleine Chance für die Mainzer, die leider schon in der Qualifikation zur Europa League ausgeschieden sind und jetzt natürlich die Woche sich generieren konnten. Das kann Gladbach leider nicht so gut. Donnerstag haben sie gespielt, wir haben Sonntag, ja, später Abend, 17:30 und da haben die doch einen kleinen Fitnessvorteil, die Mainzer, aber der Bayernjäger, die Gladbacher können jetzt auch wieder auf Raphael zurückgreifen, der verletzt ausfiel in Zürich und ich bin mal gespannt, was die Gladbacher hier reißen. Sie sehen sich ja nicht in erster Linie als Bayernjäger, können aber mit der Saisonleistung bisher zufrieden sein. Und wir legen jetzt mal los. Leute, ich habe jetzt, ja, knappe Woche kein FIFA mehr gespielt, weil ich halt krank war. Ja, muss ich mal sehen, ob ich da klarkomme. Soll jetzt keine Entschuldigung sein. Soll wirklich keine Entschuldigung sein, dass ich jetzt hier, glaube ich, verkacke. Ja, ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Also verzeiht mir, Leute, wenn ich hier wirklich scheiße spielen sollte. Ist nicht gewollt, ne? Also, Übung macht den Meister. Wenn man aus der Übung ist, soll man da ein bisschen mehr trainieren. Und man sieht es hier, die Gladbacher versuchen schon über, ja, Max Kruse. Kruse, der sich hier nicht durchsetzen kann. Das macht Diaz wunderbar, Junior Diaz. Aber die Mainzer sind noch, ich spiele deswegen auch nicht auf Legende. Weltklasse dürfte erstmal reichen. Für mich. Wow. Also, die Gladbacher dürfen hier jetzt nicht so die Chance vergeben. Hier jetzt vielleicht mal über Raphael, der jetzt wieder da ist. Mit einer Körpertäuschung lässt er den Mainzer Verteidiger aussteigen, aber leider knapp am Tor vorbei. Da legen die Gladbacher schon mal gut los und ja, der Kreativpol Raphael ist wieder da. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier... Bisher leckt es nicht, also ich hatte auch kleine Probleme mit den Frames, aber ich habe ein bisschen was umgestellt und da scheint doch zu fruchten. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich weiß, 5 Euro ins Phrasenschwein, aber scheint zu funktionieren. Ja, und man sieht es hier, Raphael ist schon mal gut im Spiel drinne, will hier gut das Spiel eröffnen und hier versuchen die Mainzer natürlich Shinji Okazaki anzuspielen, der natürlich ganz gefährlich ist. Aber jetzt Chaka mit der Chance und der Zweitchance, aber dann hält Karius den Ball fest. Also es geht wieder munter los für die Gladbacher, die, ja, wie gegen Zürich, scheinbar jetzt wieder Chancen vergeben. Und ich hätte den Tag nicht vor dem Abend loben sollen, jetzt kommt wieder ein Mini-Lag. Also ich muss wirklich sagen, einen schlechten PC habe ich jetzt nicht unbedingt. Also einen schlechten Lappy habe ich nicht unbedingt. Aber dieses Spiel ist manchmal echt eine Aufnehmschlampe, das muss man so sagen. Es tut mir leid, Leute. Ich hoffe mal, dass die Lags nicht allzu schlimm sind. Schau mal, dass ich die Framezahl gleich wieder einkriegt. Oh komm. Krieg dich mal wieder ein hier. Also irgendwie hatte ich es doch eben. André Hahn auf Raphael. Also jetzt ist irgendwie der Wurm drin.
Thorgan Hazard, der ja auch leichtfertig die Chance vergeben hat. Ah, Raphael kriegt es nicht auch gebacken. Jetzt, ah, komm. Wird doch wieder flüssig. Ich verstehe die Frames nicht. Man hat es gemerkt. Am Anfang lief es ganz flüssig. Jetzt ruckelt es wieder wie, ja, wie eine alte Waschmaschine. Also, Leute, ich muss mal kurz auf Pause drücken. Jetzt sind wir wieder bei 30 Frames. Ey, ich fasse es nicht. Was soll denn das? Warum ist dieses Spiel nur so, ja, scheiße zum Aufnehmen? Ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Tipps habt, aber ich will das jetzt bringen. Also, auch wenn es ein bisschen leckt, damit müsst ihr leben. Es leckt jetzt bei YouTubern mit einem Mods-PC. Also, das verstehe ich echt nicht, warum FIFA da so schlampig ist. Also, gut, die Grafik ist verbessert. Aber das ist noch kein Grund, dass bei einem einigermaßen vernünftigen Lappy-PC das so laggen muss, wenn man alles runterstellt. Es ist mir echt ein Rätsel. Es tut mir leid, Leute, dass das hier nicht so wunderbar läuft. Ah, hier Raphael. Raphael ist durch. Raphael ist durch. Raphael mit der Torchance. Und knapp daneben. Alter. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Frames. Dass es natürlich in den Videosequenzen runtergeht, ist logisch. Aber, na komm, gib mir mehr Frames. Na. Jetzt scheint es wieder einigermaßen. Ach komm. Verarsch mich doch hier nicht. Jetzt. Raphael. Oh Gott. Ich weiß, also am Anfang habt ihr es gesehen, da lief es flüssig, aber jetzt, ich weiß echt nicht, woran es liegt. Ich habe schon meinen Rechner komplett, ja, runtergeschraubt, also, gewartet, Tune-up-mäßig aufgepimpt. Hab das Aufnehmprogramm auch ein bisschen runtergestellt, aber irgendwie. Am Anfang läuft es aber flüssig und dann sage ich irgendwas, dann, ja, dann trollt es mich. Sorry Leute, aber das werde ich jetzt so zu Ende spielen, damit ihr ein Video kriegt. Ich versuche es bis zum nächsten Mal echt hinzukriegen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Das nervt auch wirklich. So läuft es ja flüssig. Ich weiß nicht, ob ich es mit Fraps aufnehmen soll, obwohl Fraps ja eigentlich, ja, weiß ich nicht. Fraps zieht eigentlich mehr Leistung als die X3, deswegen weiß ich nicht. Oder ob ist die X3 vielleicht das bessere Aufnehmen, das schlechtere Aufnehmprogramm für FIFA. Bei FIFA 14 ging es noch. Aber hier scheint es nicht zu funktionieren. Ich werde es, glaube ich, mal demnächst mal testen, wie es dann aussieht mit Fraps. So. Hahn jetzt über die Außenbahn. André Hahn. Jetzt kann ich auch nicht flanken, weil das leckt. Ja, super. Ich habe schon viel früher drauf gedrückt. Also, sorry, Leute. Das ist mir ein unfassliches Rätsel. Warum geht diese Framerate nur so beschissen runter? So kann man auch gar nicht spielen. Und man sieht es hier, wenn ich den Ball abnehmen will. Leckt das genau dann, wenn man verteidigen will. Das ist einfach nur nervig. Wow. Jetzt. Hahn. So. Davon lasse ich mich jetzt nicht unterkriegen. Hazard mit der Chance, aber ja. Also ineffektiv wie gegen Zürich. Hier schön geblockt, da kriege ich den Spieler nicht gewechselt, weil es halt so ruckelt. Das gibt's echt nicht. Ah, da lässt mich Hoffmann gut aussteigen. Jonas Hoffmann. Mal sehen, wird sowas. Ah, zu weit vorne. Also, es läuft nicht. Es ruckelt, es tut mir wirklich leid. Da will ich euch was bieten. Und dann kommt die Scheiße raus. Ich weiß echt nicht, wie ich das noch regeln soll. Ich bin da echt am Verzweifeln und
Es sieht, also wenn es so weiterläuft, kann ich euch das nicht bieten. Sorry, dann muss ich mit FIFA 14 weitermachen. Bei den Kurakels. Das geht so nicht. Oh Gott, ja, jetzt will ich hier den Ball, weil es halt so ruckelt. Mann, ey, ich habe doch schon die Framerate beschränkt, aber irgendwie scheint das alles nicht zu fruchten. Jetzt rennen sie sich gegen... Oh, Junge, nicht gegenseitig über den Haufen rennen. Ich verstehe es echt nicht. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es wirklich nicht. Jetzt der Angriff der Gladbacher wieder über Raphael. Wieder über Raphael, vielleicht jetzt. Ja, jetzt. Und Raphael macht das Ding. Im Ruckeln geht doch. 1-0 für Gladbach. Boah, ich raff es nicht, dass die Framerate in die Videosequenz runtergeht. Ja, das verstehe ich noch. Jetzt habe ich, ja, 28 Frames. Ne? Dass es da ruckelt, ist klar. Aber im Spiel, hallo, habe ich eigentlich 50 Frames, aber warum leckt das so? Das verstehe ich nicht. 50 Frames ist eigentlich doch ganz okay, aber irgendwie ruckelt das. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Am Anfang ging es ja, bevor ich das erwähnt habe, ne? Dass es flüssig läuft. Hätte ich mal nicht machen sollen, hätte ich mal die Fresse halten sollen. Ne? Wie Mario Bata schon sagt, Fresse halten angesagt. Aber nee, das ist genauso wie bei, ja, bei Battles hier mit 12-0 bei den Pizmeet-Leuten. Ne? Wenn da einer die Fresse aufreißt, wird das nichts mit dem 12-0. Und so genau ist es hier mit FIFA. Ich versuche es demnächst mal mit Fraps, vielleicht läuft es da ja flüssiger. Wäre für mich allerdings sowas von bescheuert, weil Fraps halt ressourcenintensiver ist als DX3. Aber vielleicht läuft FIFA nicht wirklich gut mit DX3. Muss ich mal sehen. Vielleicht habt ihr auch einen Tipp. Vielleicht habt ihr da bessere Erfahrungen als ich. Ich weiß es echt nicht. Also, ich habe keinen Plan, warum das so scheiße ist. Was habt ihr da Tipps? Also ich habe eigentlich MSAA heißt das, glaube ich, habe ich schon habe ich schon ausgemacht. Dann, oh Gott, ja, es ruckelt, dass er weiterläuft. Supi. Was habe ich noch? Ich habe Rendering runtergeschraubt auf niedrig, hab auf 60 Frames beschränkt. Vielleicht soll ich auf 30 beschränken, vielleicht war das besser. Muss ich auch nochmal testen. Ich habe dieses Aero-Gedöns unten aktiviert. Windows Aero irgendwas Design oder was das da ist. Habe ich ausgemacht, weil es zum Mikro-Rucklern kommen kann. Obwohl es hier schon keine Mikro-Rucklern mehr sind. Sondern eigentlich schon... Ah, scheiße. Da hätte ich gedacht, Kruse kriegt den Ball nicht vernünftig. Deswegen wollte ich ihn gleich weiterleiten. Aber da hätte ich mit Kruse weiterlaufen können. Schade. Also, das macht das Spiel dann echt ein bisschen kaputt. Und so, weiß ich nicht. Müsste ich testen. Also so werde ich auf jeden Fall nicht Ultimate Team spielen. Leute, es tut mir jetzt schon mal leid, wenn ich dann sagen muss, Ultimate Team wird gecancelt. Also so kann ich euch das auch nicht bieten. Aber hier, Chaka mit der Chance zum 2-0. Und dann macht das ganz souverän. Sieht Karius ein bisschen alt aus. Ja, wunderbar weitergeleitet. Chaka total frei. Da passt die Abwehr nicht auf. Jetzt hier, guckt euch das an. In der Sequenz ist es flüssig. Die wollten nur verarschen. Warum ist das hier flüssig und im Spiel ruckelt das? Das muss andersrum sein. Also irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie fuckt mich das Spiel gerade ein bisschen ab. Ich hoffe ja, Leute, ihr seid hier auf YouTube und dass irgendeiner von euch, von meinen Abonnenten oder von den Zuschauern, die mal so vorbeischneiden, eine Idee hat. Weil ich habe wirklich Bock, dieses Spiel zu spielen. Obwohl es ja so ein bisschen, naja, ne, ist, dazu werde ich euch noch was erzählen in Ultimate Team, in der Ultimate Team Folge. Jetzt wirkt das? Ne, doch nicht. Boah, er schien erst flüssig. Also manchmal scheint es flüssig, manchmal wieder nicht. Es behindert auch meine Spielweise. Man merkt hier auch, der Sound, der leckt so ein bisschen. Ja, ihr kennt mich ja, ich bin eigentlich mehr so der Passfreund, aber so ist Passen nicht wirklich möglich. Ja, wenn das da andauernd am
Ein Doppelpass gedöns. Ja, da sollte da eigentlich nicht hin. Ah, das war eigentlich ein Foul. Ja, da kannst du auf Vorteil pfeifen, weil der Ball kommt unten zu Thorgan Hazard. Und da muss man nicht das Spiel abpfeifen. Da kannst du Vorteil geben. Die gelbe Karte kannst du noch nachschieben. Aber so, naja, okay. Ich führe 2-0. Co, der eigentlich ganz gut ist, muss hier mal faulen. Vielleicht muss er mal ein Zeichen setzen. Aber jetzt wieder die Gladbacher. Also die Mainzer haben hier echt Probleme. Und hier ist Hazard. Hazard kann sich nicht durchfummeln. Hier ist Raphael. Raphael, der im Strafraum Kruse sieht. Ah ne, Xhaka ist es. Er macht ihn rein, aber war abseits. Schade. Granit Xhaka erzielt das Tor, aber leider abseits. Also Mainz wirkt hier nicht annähernd so fit wie die Gladbacher, was für mich eine Überraschung ist. Denn, wie gesagt, die Gladbacher mussten unter der Woche spielen, haben am Ende noch ordentlich Druck gemacht, haben wirklich Powerplay gespielt. Aber es war eigentlich auch wieder faul. War eigentlich auch wieder ein Foul, aber das, ja, sieht der Schiedsrichter ein bisschen anders. Finde ich nicht ganz okay, aber ja gut, beim 2-0 will ich nicht lamentieren. Oh, jetzt geht's hier ab, die Mainzer kommen, aber Xhaka macht das hier im Mittelfeld ganz wunderbar. Hier Kruse. Kruse, der die Mainzer Verteidigung ein bisschen auf sich zieht. Macht das hier ganz gut, zieht die Mainzer Verteidigung auf sich. So ist Raphael frei. Raphael mit der ersten Chance, mit der zweiten Chance. Aber lässt sich von Karius da doch ein bisschen verwirren. Und es gibt, glaube ich, Abstoß. Weil Raphael zuletzt dabei war. Ja, es ist so. Aber ich werde mal wechseln. Also komisch, ich habe 55 Frames und es laggt. Ist mir ein Rätsel. Ist mir echt ein Rätsel. Wie nehmen wir da dann mal? Traoré, obwohl er nicht so gut war. Da Raphael noch nicht so ganz fit ist, holen wir Rigotta mal für ihn rein. Und ich wechsle auch nochmal den guten André Hahn aus, von dem man noch nicht so viel gesehen hat. Dafür der Edeljoker Patrick Herrmann. Und da werden wir auch nicht durchgewechselt. Das haben die Gladbacher auch nötig, weil, wie gesagt, unter der Woche gespielt. Konditionell nicht so ausgeruht wie die Mainzer, die die ganze Woche hatten, sich auszuruhen. Und ja, davon sieht man nicht viel. Finde ich überraschend, aber Patrick Herrmann auf Nordwald, der mit seinem wunderbaren Hammer. Und jetzt, oh, oh. Aber das macht er ganz, ganz gut. Nein, wo geht denn der Pass denn hin? Ah Gott, Traoré. Also der war schlecht. Der Pass von Kruse war wunderbar. Da hat er sich wunderbar durchgesetzt. Aber, ja, denn diese versuchte Ballabgabe an einen Kollegen von Ibrahima Traoré war doch erbärmlich, muss man so sagen. War echt erbärmlich. Jetzt setzen sie die Mainzer gut unter Druck. Alagui weiß nichts mit dem Ball anzufangen und haut ihn ins Aus. Also eine doch sehr überraschende, schlechte Leistung der Mainzer. Auf Xhaka. Hier, Kruse. Ah, lässt sich leider den Ball abnehmen. Macht Bungert richtig gut. Da sah Kruse ein bisschen alt aus. Und Okazaki wird hinten gebunden. Das machen die Gladbacher eigentlich wunderbar. Nach vorne hin setzen die Gegner schön unter Druck, dass auch der gefährliche Okazaki hier nicht richtig zur Potte kommt. Und jetzt Xhaka. Granit Xhaka. Setzt hier Kruse in Szene. Ah ne, Kruse ist das gleich. Rigotta mit dem 3-0. Ja, der junge Schwede macht hier den Deckel drauf in der, was sind das, 72. Ja, 72. Spielminute und erzielt hier das verdiente 3-0. Ja, da sieht Karius ein bisschen alt aus. Branimir Rigotta in der 72. Spielminute. Deckel drauf. 3-0 für die sehr, sehr starken Gladbacher, die den Mainzern hier wirklich keine Chance lassen. Also man hat, haben die überhaupt schon eine Torchance gehabt? Ich weiß nicht, ich bin jetzt so viel am Reden, auch ein bisschen am Meckern wegen dem Rumgeruckel, was echt ein bisschen nervig ist. Aber wie gesagt, ich freue mich über Kommentare, wenn einer von euch da eine wirkliche Lösung weiß. Denn das Spiel ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber so ein Ruckelscheiß kann man nicht bieten. Wo war das denn jetzt? Habe ich jetzt einen aus dem Umgerannt? Tatsache.
Ja, okay. War nicht gewollt, war rumgeruckelt. Aber das Spiel müsste jetzt echt durch sein. Also, da müsste es echt schon mit dem Teufel zugehen, wenn ich das hier so was von jetzt noch vergebe. Rogota sieht hier den schnellen Traoré. Ibrahima Traoré ist jetzt nicht der Goalgetter, aber. Nein! Ah, da wollte er rüber passen. Wallersatz mit X hätte aber selber drauf schießen sollen. Endlich hat Karius mal den Ball gehalten. Aber, boah. Damit können die Gladbacher auch zufrieden sein. Steht ja 3-0. Also, da müssen sie nicht meckern. Oh, dazu zu viert. Oh, jetzt auf rechts ist. Ah, da hätte Kruse ihn reinmachen können. Da sieht er Raphael. Der macht ihn. Ah, ne, Traoré macht ihn wunderbar rein. Das war, glaube ich, Hermann auf Traoré. Dass Traoré so ein schönes Ding reinmacht. Hätte ich nicht gedacht. In den Rückraum der Abwehr. Und ja, da steht Traoré total frei. Wunderbar. Da hätte Max Kruse schon selber drauf schießen können. Ja, dann in den Rückraum. Schönes Ding. Da sieht Karius alt aus. Da kann man nichts machen. Traoré so frei. Ja, den trifft er auch noch ein bisschen nicht richtig, scheint wirklich. Und ja, macht ihn rein. 4:0 für Gladbach Ibrahima Traoré. Wieder ein Tor. Ist bei ihm ja eine Seltenheit. Er hat, glaube ich, in 75 Einsätzen für den VfB Stuttgart nur 6 Mal getroffen. Ist natürlich für eine Offensivkraft, für einen, ja, Flügelspieler, der recht offensiv ist, ein bisschen mau. Aber hier lassen ihn die Mainzer so frei stehen und dann macht selbst so ein. Ja, so ein Spieler, der nicht gerade der Goalgetter ist, das Ding rein. Eine unterirdische Leistung der Mainzer heute am, ja, späten Samstag, Samstag sei schon, späten Sonntagabend. Und hier ist Patrick Herrmann mit dem, nein, nicht 5:0, schade. Das wäre es jetzt auch gewesen. Also 5:0 wäre des Guten zu viel. 4:0 reicht vollkommen. Die Leistung der Mainzer ist, naja, unterirdisch. Sie verlieren hier verdient gegen überraschend starke und effektive Gladbacher, die, ja, den starken Okazaki unter Kontrolle zu wissen. Und ja, trotz des Gurgels kriegt es hier einigermaßen hin. Oh, Kauri, ja gut. Da habe ich zu schnell gedrückt und der geht ins Aus. Ja, nimmst du ihn noch an? Ja, du. Ole Fritte, nimmst den noch an und passt ihn auf Traoré. Und, wow, ja, schön raus kombiniert. Kruse mit dem 5:0, ja. Das war ein Fehler von Daniel, heißt er, glaube ich, Brosinski. Ja, passt zurück, Traoré läuft in den Pass. Da hätte er den Ball auch locker ins Ausgehen lassen können. Passt zurück, Traoré läuft rein, passt nach hinten. Nochmal Doppelpass und ja, da ist Kruse. Mit einem wunderschönen Treffer. Und da sieht Karius auch ein bisschen alt aus. Aber da kann man nichts machen. Aus der Entfernung macht Kruse die Dinger rein. Wunderschön rausgespielt. Von den Gladbachern, aber total unnötig. Das Ding. Das können wir uns nochmal angucken. Das gucken wir uns auch nochmal an. Also, kleine Fehleranalyse. Finde ich auch schade, dass man hier nicht mehr speichern kann. Hier, da kann Brosinski, ne, den Einwurf von. Das war sogar Traoré. Traorés Einwurf kann er hier locker ins Ausgehen lassen. Da wäre keiner rangegangen. Dann gibt es Abstoß, dann wäre es nicht gefährlich geworden. Aber anstelle dessen schnappt sich Brosinski den Ball, passt ihn oder will ihn auf. Wer ist das? Wer ist das? Co. passen. Aber da ist der schnelle Traoré dazwischen. Es war auch kein Foul. Der passt einmal zurück. Da dachte ich schon, oh, den versaut er. Und da dachte ich mir, ja, Rogota kann ihn weiterpassen. Der wird hier nämlich gut gedeckt und ich habe da Kruse laufen sehen. Ja, dann nehme ich den direkt und hier auch nochmal direkt, ja. Und ja, gut, den kann Karius eigentlich auch mal halten. Ganz, ja, unhaltbar war der nicht, aber die größte Schuld trägt halt Daniel Brosinski, der den Ball hätte ins Ausgehen lassen können. Da wäre gar nichts passiert, hätte es Abschluss gegeben. Und ja, 5:0, also die Gladbacher machen das hier richtig, richtig stark. Ah, scheiße, da wollte Kruse weiterlegen auf Hermann, aber da wird der Ball geblockt. Ja, reicht auch 5:0. Souveräne Leistung, okay. Also dafür, dass ich lange nicht gespielt habe,
Und dass hier noch kleine Ruckel-Action ist, läuft es eigentlich ganz gut auf Weltklasse. Jetzt wird man auch sagen, komm, Mainz ist jetzt auch nicht so der Übergegner. Aber man soll kein Team unterschätzen. Wenn der Computer das Team spielt, können alle Teams eigentlich ganz gut spielen. Und hier nochmal. Ah, da konnten die starken Mainzer, die eigentlich starken Mainzer klären. Und hier nochmal Kruse, wird abgefälscht. Schade. Das wäre auch, glaube ich, Abseits gewesen. Aber ja, 5-0 reicht vollkommen aus. Mainz chancenlos in Gladbach. Puh. Also, wer hätte das gedacht? Also, wer darauf setzt, wenn das Spiel so ausgeht, der verdient eine Menge Geld. Denn werde ich euch gleich am Ende sagen, was ich denke zu der Partie. Aber ich glaube, es wird nicht so ein eindeutiges Spiel, wie es hier momentan danach aussieht. Denn dass Mainz so schwach spielt, wird, glaube ich, nicht vorkommen. Ah. Ah, schade. Abseits. Okay, von Rigotta. Ranimir Rigotta war eben abseits. Schade. Eine gute Partie ist es, obwohl es leckt. Aber es ist wie immer wieder ein Video. Und ich, wie gesagt, ich hoffe noch auf Lösungen von euch. Tipps wäre ganz cool. Wenn ihr sagt, boah, ich habe die Fehler auch. Hab's aber beheben können. Dadurch, dass ich das und das gemacht habe, klappte das einwandfrei. Vielleicht liegt es auch wirklich nur am Aufnehmen, denn es ruckelt nicht so sehr, wenn ich nicht aufnehme. Also. Aber es ging, am Anfang ging es ja. Also bis zur 20., 30. Minute ging es ja. Und man sieht es hier. Gladbach 10 Torschüsse. 10 Schüsse, 7 Torschüsse. 5 davon waren drin. Effektiver als gegen Zürich. Und hier Mainz ja. Mehr Ballbesitz, aber uneffektiv. Man sieht's. 5 Zweikämpfe haben sie nur gewonnen. Passgenauigkeit knapp 80%. Ja gut. Mehr Ballbesitz, aber das bringt dir auch nichts, wenn du keine Chancen hast. Ja, Gladbach schlägt Mainz 05 mit 5 zu 0. Ja, das ist dem Namen gerecht. 0 zu 5. Ja. Aber ich glaube nicht so richtig dran, dass das wirklich 5 zu 0 ausgeht. Das wird eine knappe Geschichte, denn Mainz ist wirklich sehr stark. Und boah, das sieht aus. Das sieht teilweise echt aus wie im echten. Wie im echten Fußball. Also, das ist grafisch richtig nice. Hier habe ich meine 30 Frames und das scheint ruckelfrei zu laufen. Also, wie gesagt, in den Videosequenzen sollte es eigentlich ruckeln. Im Spiel soll es laufen. Ich hoffe echt, Leute, dass unter euch irgendeiner ist, der mir da wirklich einen Tipp geben kann. Oder liegt das wirklich am Aufnahmeprogramm? Sollte ich vielleicht mal Fraps testen? Werde ich demnächst, glaube ich, mal machen. Fraps testen, vielleicht funktioniert das. Ist ein bisschen mehr Arbeit wegen der Tonspur. Aber scheiß was drauf. Für euch mache ich das gerne und fürs Spielgefühl, also wenn es denn besser ist, mache ich das super gerne. Boah, das sieht echt aus wie im echten Fußball beinahe. Also, top Sache. Ein bisschen erkennt man noch, dass es noch nicht echtes Fußball ist, aber. Ich hoffe echt, einer von euch hat dann einen Plan, hat dann eine Idee. Ich werde noch ein bisschen was testen. Vielleicht klappt es denn ja. Sonst wird das echt ein bisschen schwierig. Also, so ein Gelegge will ich vor allem nicht gegen Computer. Ist ganz okay. Dann stört es mich nicht, wenn man da mal verliert. Aber in Ultimate Team will ich deswegen keine Partien verlieren. Hoffentlich kriege ich es bis dahin hin. Sonst spiele ich erstmal gegen Freunde. Dann habt ihr ein paar Ultimate Team-Folgen gegen ein paar Freunde. Ja, ich bin mal auf eure Tipps gespannt. Ich denke mal, das wird eine knappe Angelegenheit. Ein 2 zu 1 oder ein 1 zu 0 oder ein 2 zu 0 für Gladbach. Ich schätze Gladbach schon ein bisschen stärker ein. Witz, glaube ich. Ich bin mal auf eure Tipps gespannt. Schreibt sie in die Kommentare. Ich würde mich über eine Bewertung freuen, sei es positiv, sei es negativ. Ich würde mich auch über Kommentare freuen und vor allem über Kommentare, die mir bei meiner Problematik ein bisschen helfen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich wie gewohnt. Nicht vergessen, immer schön unsportlich bleiben. Reingehauen, wieder schauen. Tschaußens.